So, also willkommen zur chaotischen Viertelstunde über Graphis. Natürlich alles wunderbar geplant, vorbereitet. Das hat auch mit nur wunderbar vielen Folien, nicht? Was ist Graphis? Oder, nee, wir machen es anders. Hebt mal alle die Hand, wer von schon mal von Graphis gehört hat. Yay! Alle. Genau, also. Wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, Graphis ist so ein Tool und eine Bibliothek, mit der man irgendwie aus so Textdateien irgendwie Graphen malen kann. Und naja, Graphis ist schon relativ alt, wurde damals in den 70er, 80er Jahren bei AT&T initial gebaut und dann später irgendwann auch geopen-sourced. Und naja, es ist eins der mächtigeren Tools für, wenn man eine Graphen malen möchte. Hat leider ein paar Nachteile für richtig, richtig große Graphen. Und wenn man Interaktivität braucht, ist man hier falsch. Aber wenn man zum Beispiel für eine Doku irgendwie mal ein Bild rendern muss, zum Beispiel bei jedem Pipeline-Durchlauf, ist das wunderbar. So, jetzt sieht man hier schon ein bisschen eine Datei vorbereitet. Auf der rechten Seite ist ein so ein sogenanntes GraphVis-File oder auch DOT-File genannt. DOT ist der ursprüngliche Layout-Algorithmus und nach dem haben sich irgendwie die Dateinamen mitbenannt. Genau, und naja, was sieht man hier drin? Ich habe hier irgendwie so einen Graphen. Das indiziere ich mit dem Wort Graph ganz am Anfang. Ich könnte jetzt auch sagen, es ist ein Digraph, wenn ich was Gerichtetes haben will. Oder ich könnte sagen, ich habe einen strikten Graphen, dann darf ich keine Mehrfachkanten machen. Dann gebe ich dem Ding einen Namen. Ich könnte ja mehrere in der gleichen Datei haben und dann sage ich halt einfach, wie meine Knoten so verbunden sind. Ich sage hier zum Beispiel, Knoten A ist verbunden mit Knoten B, ist verbunden mit Knoten C. Ich sage hier hinten, A ist verbunden mit was auch immer sich ergibt aus diesem Subset an Nodes und dieses Subset besteht halt hier irgendwie aus X und Y. Und dann sage ich, okay, X ist irgendwie mit C verbunden und das soll bitte eine andere Dicke haben. Und dann ist x noch mit y verbunden und das soll eine andere Länge haben. Alles unter der Voraussetzung, dass der Layout-Algorithmus, der verwendet wird, versteht, was mit Länge und Dicke gemeint ist. Genau. Und dann kann ich hier hingehen, auf meiner Kommandozeile meiner Wahl einfach sagen, dot-t PDF, wenn ich ein PDF haben will oder. Ihr könnt euch auch aussuchen, was ihr haben wollt. Er kann PostScript, er kann PNG, er kann JPEGs, er kann SVGs, er kann Embedded PostScript, was auch immer man irgendwie haben möchte. Da gibt es hier in der Doku irgendwo eine längere Liste von Dateiformaten, die er kann. Hier. Kann PostScript, SVG, PDF, TIFF. PNG, GIF, JPEG, JSON und so weiter. Genau. Kann man einmal so ausführen und dann malt er uns so ein Bildchen neu. Und der Standard-Layout-Algorithmus von Graphis, aka DOT, der ist relativ reproduzierbar. Das heißt, wenn ich den immer wieder ausführe, produziert er mir bitte immer wieder das gleiche Bild. Es gibt andere Le ja? Ich sagte, wenn der Layout-Algorithmus das kann. Der Standard-Layout-Algorithmus kann so Dinge wie Breite in der Theorie, Länge, naja, mehr so nicht. Und naja, dann könnte ich zum Beispiel irgendwie hingehen und sagen, lass doch mal einen anderen Layout-Algorithmus verwenden. Dann kann ich hier in meiner Kommandozeile dazu schreiben, minus G. Mit minus G kann ich Default-Attribute für den gesamten Graphen überschreiben. Mit minus N für Nodes und mit minus E für Edges. Und dann sagen wir halt einfach, Layout ist gleich Need. Nicht Need.
Oder? Nein. Wir können einfach irgendwas Unsinnvolles hinschreiben, dann sagt er uns, was da geht. Und dann sagt er uns zum Beispiel, er hat zur Auswahl circo.fdp Nito, das war, was ich wollte. Nob, Nob 1, Nob 2, Osage, Patchwork, SFDP, Tupi. Genau, da kann ich den zum Beispiel mit Nito ausführen. Und dann malt er irgendwie Dinge so ein bisschen anders. Und irgendwo gibt es dann hier zum Beispiel den FDP. Das ist ein generischer Force-Directed Graph, der also versucht, quasi jede Edge quasi als eine Feder darzustellen und irgendwie die Gesamtkosten zu minimieren oder die Gesamtlänge der Feder zu minimieren. Und dann kann ich dem hier zum Beispiel, weil der ist ein bisschen randomisiert, dann kann ich dem jetzt zum Beispiel sagen, der Startparameter ist 1 und dann nutzt er quasi für alles, was irgendwie Zufall braucht, einen anderen initialen Wert. Und dann müsste er in der Theorie jedes Mal, wenn ich die Nummer ändere, ein bisschen anderer Graph rauskommen. Und wenn ihr hier zum Beispiel so einen Graphen habt, der sich irgendwie unschön überschneidet, ist zum Beispiel eine der einfachen Spielereien, einfach mal die Nummer zu erhöhen, bis er durch Zufall was würfelt, was richtig passt. Das geht jetzt natürlich bei 6 Nodes irgendwann mal gut. Wenn man natürlich so wie ich in einem Beispiel nachher irgendwie mal so 1500 hat, dann hilft das natürlich exakt gar nichts. Ada, war das eine Meldung oder war das nur Haare streicheln? Wäre durchaus möglich, ja. Ich meine, wir können hier auch sagen 30. Und dann sollte das relativ offensichtlich sein. Dann ist es zum Beispiel relativ offensichtlich, dass FDP den kann. Und dass Dot das nicht kann. Genau, dann hatte ich hier irgendwo zwischendrin mal noch so ein Spiel gehabt. Bei Graphis kann man sogenannte Subgraphen definieren. Die kann man einfärben und Linien geben und was auch immer. Und naja, dann malt er mir halt so ein Ding. Und das Schöne dabei ist, wenn ich so Subgraphen habe, naja, Subgraphen und Hauptgraphen werden halt mehr oder weniger unabhängig oder Subgraphen werden mehr oder weniger unabhängig voneinander gerendert, haben natürlich Auswirkungen auf den Hauptgraphen oder auf andere Graphen. Aber so kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier irgendwie diesen Block von Dingen, die irgendwie zusammengehören. Sorg mal dafür, dass die hier alle zusammen gerendert werden. Und nicht hier ein Stück, da ein Stück, dort ein Stück, kreuz und quer über das Bild verteilt. Je nachdem, wie abartig euer Input ist. Und kann da zum Beispiel auch meinen Graph wunderbar umlinearisieren. Kann da zum Beispiel sagen, okay, pack mal A, B und X zusammen. Oder packen wir mal A, B und C zusammen. Genau, und der Dot-Algorithmus von Graphis versucht halt irgendwie standardmäßig irgendwie Dinge von oben nach unten auszurichten. Aber ich kann ihm jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich will eigentlich nicht, dass es von oben nach unten geht. Direction. Sondern ich will, dass es von links nach rechts geht. Und dann sage ich halt hier Direction LL. Macht vielleicht mit dem Top da. Ja, Top Bottom. So rum. Ja, das macht mit dem Subgraphen drin keinen Unterschied. Werfen wir den nochmal raus. So, das ist Top to Bottom.
Und das ist left to right. Und der Graph ist zu einfacher wahrscheinlich. Egal, ich habe ja noch andere Beispiele. Zum Beispiel habe ich hier was mitgebracht. Da sind jetzt einfach fünf Punkte. Und diese fünf Punkte sind irgendwie alle miteinander verbunden. So quasi ein vollständiger Graph. Und wenn man sich den Dot-Layout-Algorithmus anschaut, naja, dann versucht er sein Bestes, dafür zu sorgen, dass dieser Graph nicht wirklich kompakt ist, sondern dass es einen Fluss von oben nach unten gibt. Und dann kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, okay, gib mir mal Nito. Und siehe da, auf einmal sind Dinge nicht mehr von oben nach unten, aber irgendwie nicht sinnvoll. FDP. Oh, FDP weiß auf einmal, wie man mit einem vollständigen Graphen umgeht, aka man verteilt Dinge einfach kreuz und quer. Der hat halt leider immer noch nichts davon gehört, dass man ein paar von den Linien einfach nach außen ziehen könnte und, naja, dann nicht ganz so viel Übermal hätte. Aber dafür gibt es zum Beispiel auch wunderbar schöne Argumente, die man dem mitgeben kann. Bei Scale versucht er quasi Dinge anders zu skalieren, die Länge zwischen den Nodes anzupassen. Und wenn ich ihm mal. Schade, ich kann ihm hier keinen Unfug mitgeben. Schauen wir doch einfach mal in der Doku nach, was der sagt, was er für Overlap kennt. Steht gar nichts da. Okay. Graphis Overlap. Glücklicherweise gibt es auch eine Online-Doku und die ist relativ ausführlich. Zum Beispiel steht da, er kann eine Prism. Wo ist das PDF? Sieht irgendwie aus wie vorher. Nicht hilfreich. Voronoi. Da versucht er jetzt irgendwie ein Voronoi-Diagramm mit den Nodes zu malen und dann zu verbinden. Und so gibt es hier noch ein paar mehr. Und dann steht hier zum Beispiel da, dass bei FDP irgendwie Overlap True Default ist und da braucht man nicht reingehen, die Doku könnt ihr selber lesen. Was haben wir noch Schönes mitgebracht? Ich hätte gesagt, Graphviz kann auch die Graphen, also die Directed Graphs. Lass mir den ganzen Quatsch da hinten wieder wegnehmen. So, was haben wir hier alles drin? Wir haben hier irgendwie Linien, die sind dicker. Wir haben Linien, die sind rot. Wir haben eine Box B, die ist irgendwie eckig und nicht rund. Wir haben Linien, die sind beschriftet. Wir haben da unten ein Hello World in Blau mit roter Schrift. In der Font Type Press Start to Play. Hint, hint, RGB, hint, hint. Genau. Wir haben hier zum Beispiel an so einer Edge, ich fange mal hier oben an, wir haben hier oben so eine Node B und da haben wir hier hinten dran geschrieben, naja, diese Node hat irgendwie das Attribut Shape ist gleich Box. Und wir haben hier drüben zum Beispiel eine Node dran geschrieben, was wir gerne alles hätten, inklusive dem Multiline Strings. Und das Coole ist, das kann ich nicht nur bei Nodes machen, sondern das kann ich mit der gleichen Syntax mit den eckigen Klammern auch an Edges dranhängen. Aber ich muss es nicht. Ich kann zum Beispiel, bevor ich hingehe und eine neue Edge schreibe, auch einfach die Attribute für die Edge definieren.
Und wenn ich hier mit den geschweiften Klammern so eine Gruppe von Nodes definiere, die irgendwie zusammengehören, dann kann ich dem gesamten Satz von Nodes irgendwie noch Attribute mitgeben. Das ist sehr ähnlich zu dem, was ich vorher mit dem Subgraphen hatte. Und dann kann dort noch ein Haufen Magie. Das Ding kann nämlich HTML rendern. Also Teil meiner Node Description kann ein quasi arbiträres, eine quasi arbiträre Menge an HTML sein. Was halt dazu führt, dass Leute solche Dinge hier malen, wo zum Beispiel auch Tabellen drin sind. Und zum Beispiel in der offiziellen Doku-Beispiele, was auch immer, gibt es hier so Leute, die zum Beispiel UML-Diagramme mit Dot malen oder wo ist es, die den Linux-Kernel mal visualisiert haben oder die so einen Output für neuronale Netzwerke machen, wo jede Node sagt, was ihr Input und ihr Output ist und so ein Spaß und Surprise, da ist ein Beispiel von mir. Genau. Ich sagte HTML, nicht CSS. Ja. Also zugegebenermaßen, da läuft jetzt halt keine echte Browser-Engine im Hintergrund. Kannst du Aber das SVG ausgeben lassen? du kannst es als SVG ausgeben lassen und dann im Browser anzeigen. Dann geht ein bisschen mehr, ja, aber ich meine, am Ende bist du halt auch dadurch limitiert, in was für ein Output-Format du das schreibst. Also wenn du halt Dinge irgendwie in PostScript reinschreibst und dann versuchst, einen Link darzustellen, dann sagt dir halt PostScript auch so, was willst du von mir? Also ja, du bist natürlich limitiert ein bisschen, aber so die üblichen HTML-Tags, die man so braucht für dick, unterstrichen, kursiv, Tabellen geht hier, Bilder gehen, Links gehen, wenn das Format das unterstützt, das Output-Format das unterstützt, Font kann man in der Theorie da auch mit reinschreiben, aber warum will man die Font da reinschreiben? Wenn man auch die Font so festlegen kann. Genau. Und warum habe ich mich eigentlich mit diesem UML beschäftigt in den letzten Tagen? Ja, mit dem UML, mit dem Graphis. Die Antwort ist, ich habe hier so ein Ding gebaut, was irgendwie aus den Stellaris Game Files irgendwie den Tech Tree rauslässt. Und dann wollte ich den mal visualisieren. Und dann kam so, Moment, das ist die Variante mit getunten Parametern. Da kam erstmal sowas bei raus. Und wie er mir zustimmt, das ist vielleicht als Tech Tree nicht ganz so praktisch. Und dann habe ich mir halt mal so über die Tage angeschaut, was kann ich mit so einem Graphis eigentlich alles machen, weil ich habe eigentlich keine Lust, meinen eigenen Graph-Renderer dafür zu schreiben. Und dann sind dann halt so Dinge bei rausgekommen, wie zum Beispiel dieses S-FDP, was relativ sinnvoll Dinge malen kann, die sich nicht allzu wild überkreuzen. Problem ist, dass der Skalierungsfaktor so ein bisschen arg meh ist. Ja, das ist irgendwie ein Unfall von KDE, der Okular ist irgendwie jetzt. Jetzt gibt es das auch in Scharf. Nur wie man sich halt irgendwie denken kann, ist ein bisschen abenteuerlich und
Irgendwas muss ich mir noch überlegen, damit die Notes dann doch ein bisschen näher beieinander bleiben. Das ist mit SFDP. Aber ich meine, wir können Und das. das ist ein undirekter Graph. Das ist ein gerichteter Graph, weil wenn du eine Forschung im Spiel freischalten willst, brauchst du natürlich die Dependencies oder die Vorausgänger. Aber ich weiß, dass es ein nicht zyklischer Graph ist. Das heißt, in der Theorie müsste man daraus eine 2D-Repräsentation bauen können, die sich nicht überschneidet. Nicht zyklisch im Sinne von, es ist ein azyklisch directed Graph oder es ist ein azyklischer gerichteter Graph. Hat er keinen gerichteten Zyklen oder hat er keine Zyklen? Also hast du, wenn du einen Er Diamanten hat keine hast, gerichteten Zyklen. Er okay, hat ja, Zyklen, aber er hat keine gerichteten Zyklen. dann kann es trotzdem Überschneidungen geben. Ja, aber ich weiß, dass du den überschneidungsfrei zeichnen kannst, weil jemand von der älteren Version des Spiels mit ein bisschen anderer Version ihn überschneidungsfrei hinbekommen hat. Also ich weiß, dass es zumindest vor einem Jahr ging. Und meine Erwartung ist, dass es jetzt immer noch geht. Aber natürlich, egal wie, es sollte ein bisschen weniger sein als Obwohl es das da. wirklich, habe einen ähnlichen Anwendungsfall und mein Graph sieht extrem unsinnvoll aus, deswegen habe ich mich gefragt, ob ich das besser hinbekomme. Und das sieht sinnvoller aus, als was ich habe. Darüber wäre ich sehr sinnvoll, sehr froh, wenn mein Graph so aussehen Ja. würde. Also, was mir hier halt fehlt, ist, dass er halt, nachdem er quasi ein Layout gefunden hat, was halbwegs passt, das irgendwie kompaktet, dass ich nicht so 3 Kilometer ranzoomen muss, um den Text zu lesen. So als blöde Ansatzidee, macht es Sinn, alle Tech-Sachen quasi erstmal raus zu eliminieren, die keinen Graphen haben und alle Subgraphen vorher zu finden, einzelnenfalls, weil dann würde er den Rest kompakter hinkriegen. Es würde wahrscheinlich schon reichen. Und den Rest dann grafisch halt wieder zusammenzubasteln mit Photoshop oder so. Ja, es würde wahrscheinlich schon reichen, wenn ich vorher irgendwie eine Suche mache von irgendwie zusammenhängenden Graphen, und die dann quasi in Subgraphen pack und halt nicht einfach in einem Was auch gehen würde, 50 Kilometer langen Graphen niederschreibe. du hast derzeit das Problem, dass du eine enorme Gewichtung auf die Graphen in der Mitte hast, also auf die einzelnen. Ich meine, es gab eben einen Algorithmus, den man anweisen konnte, dass er quasi die am stärksten verbunden sind, zentral hat. Ja, das, ich meine, die Force-Directed Drafts haben das natürlich implizit. Ich meine, einer von den Algorithmen kann das halt deutlich besser, dass er als Primärmetrik für die Zentriertheit irgendwie sowas benutzt. Was du natürlich auch haben kannst, ist TuPy, der versucht irgendwie Dinge möglichst immer radial anzuordnen. Das macht hier nicht ganz so viel Sinn, das ist korrekt. Aber ja. Also wie gesagt, das sind Dinge, mit denen man mal experimentieren muss, wo ich in der Vergangenheit oder wo ich in der letzten Woche ein bisschen mit experimentiert habe. Aber wie man sieht, ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich damit besonders glücklich geworden bin. Ja, der O-Sage war irgendwie dafür gedacht, dass man irgendwie so quasi tabellenartig rendert. In der Reihenfolge, wie sie da in der Datei stehen. Und dann war der letzte Patch Work. Ja. Ja, er ist nützlich, nur nicht dafür. Genau, er ist nützlich, nur nicht dafür. Darf es noch was sein? Hast du so Spaß, was Lines gleich Q eingetragen? In der Tat Bei habe einem ich der besseren? Splines gleich Drew eingetragen. Und das hilft auch ein bisschen. Was war das? Minus E. Splice, ja. Das hilft auch ein bisschen. Aber
Also das Hauptproblem ist halt, wenn ich hier den Overlap ist gleich Scale nicht drin habe, dann packt der Dinge kompakt, aber dann sind sie zu kompakt. Und wie man sieht, so Splines eher nicht so genutzt. Oder ist das ein Minus G? Hast du mal Osage versucht? Ja. Ein Minus was? Ja, das hatte ich doch eben schon mal demonstriert. Hier. Layout ist gleich Osage. Also ob ich jetzt Dot mit Layout Osage nehme oder Layout oder einfach Osage, kommt aufs Gleiche raus. Das wäre möglich. Nee. Sieht genauso schlimm aus. Ja. Also, man sieht, ich habe noch Arbeit vor mir. Ja. Okay. Ich glaube, das war's dann.